Jürgen Schulz gilt als der Vater der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Seit fast 40 Jahren kämpft er dafür, dass krebs- und schwerkranke Kinder und Jugendliche und deren Familien unterstützt werden. Von der Diagnosestellung bis zur Trauerbegleitung, Jürgen Schulz musste selbst jeden dieser Schritte gehen. Sein Sohn Björn verstarb 1983 an Leukämie. Trotzdem fanden er und seine Frau die Kraft, anderen Eltern zur Seite zu stehen. Das war an sich ein Teil der Selbstheilung auch. Wir haben uns dann darauf konzentriert, nachdem unser Sohn gestorben war, doch diese Organisation aufzubauen bzw. Hilfe für die Kinder zu schaffen, die in einer ähnlichen Situation waren wie unser Sohn damals. Und das wollten wir unbedingt machen. Und so haben wir dann die Organisation aufgebaut, einfach angefangen. Im Laufe der Zeit haben wir dann im Gesunde gesehen, dass das wichtig ist, auch für die direkten Angehörigen, sprich also ganz besonders die Geschwisterkinder, etwas zu tun. Weil die standen am Rande und wurden immer zur Seite geschoben und weil die Hauptliebe praktisch auf das kranke Kind gerichtet war. Wir haben praktisch einmal sogar einen Elefanten praktisch mit auf die Station gebracht. Und zwar einen kleinen Mini-Elefanten, der hat dann zuerst mal die Bäume abgegrast und dann hat natürlich zum Gaudi der Kinder. Ne? Aber das war natürlich eine Attraktion, ne? Das war toll. Die Kinderhilfe setzt sich dafür ein, dass auch die Eltern unterstützt werden. Ja, natürlich. Das ist das, was die Eltern natürlich permanent umtreibt. Ich muss da sein für die übrigen Kinder, die ich noch habe. Und auf der anderen Seite, ich will auch da sein für das kranke Kind. Und wie soll ich das dann bewerkstelligen? Spielt mein Arbeitgeber mit? Ich habe eben gesagt, wir haben uns dann teilweise auch für die Eltern eingesetzt und haben mit den Arbeitgebern gesprochen. Und dann einen weiteren Aufschub praktisch ihrer Beurlaubung dann erzielt. Die Dankbarkeit war und ist auch heute noch ein Motor für die Arbeit der Kinderhilfe. Und diese Arbeit hat das gesamte Team der Kinderhilfe bis heute zusammengeschweißt. Die Mitarbeiter, die ich zum Teil auch gewonnen habe und die teilweise jetzt noch dazustehen, zur Kinderhilfe stehen, das sind wirklich Geschenke. Mit 82 Jahren kann Jürgen Schulz auf viele Jahre ehrenamtliches Engagement für die Kinderhilfe zurückblicken. Ja, es ist so, Sie wissen ja, wie alt ich bin. Also ich muss daran denken, dass auch im Grunde Nachfolger sind. Ich habe mehr Nachfolger auch zum Teil herangezogen und ich hoffe, dass dann irgendwann er in die Fußstapfen treten kann und das genauso vertritt. Und diesen Nachfolger hat Jürgen Schulz in Dr. Dieter Hasse gefunden, der selbst eine Krebserkrankung überstanden hat und deshalb genau weiß, wie wichtig das Engagement für die Kinderhilfe ist. Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, und zwar speziell natürlich auch kranken Kindern, gerade weil eben nicht alle Eltern das Glück haben, sagen zu können, ich übernehme diese Krankheit, sondern es trifft eben halt auch Kinder. Und dann habe ich halt Jürgen Schulz kennengelernt. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Es hat sich über die Jahre hinweg auch wirklich eine Freundschaft zwischen uns aufgebaut. Und er fragte mich dann, ob ich mir vorstellen könne, für die Kinderhilfe aktiv zu sein, aktiv zu arbeiten. Und das mache ich jetzt seit 5 Jahren im Vorstand der Kinderhilfe im Ehrenamt. Ja, im Grunde möchte ich gerne, dass die Freunde und Förderer der Kinderhilfe weiterhin bestehen und die Kinderhilfe, auch selbst wenn ich dann nicht mehr da sein werde, dann trotzdem noch zur Kinderhilfe stehen.